Ich bin in den Amazonas im Bundesstaat Pará im Norden Brasiliens. Die Leute hier leben vom Regenwald. Hier sind sehr viele Kleinbauern, die extrem spannende Projekte haben, die eben nicht versuchen, dem Agrarlobby hinterher zu rennen, sondern versuchen, mit der Stärkung von Biodiversität und Artenvielfalt auch ihr Geld zu machen. Ich habe so viele verschiedene spannende Nussarten kennengelernt. Ich werde die nächsten Tage vielleicht mal ein paar vorstellen, was man damit so machen kann. Nicht nur zum Essen, sondern auch für Kosmetika aller Art. Spannende, nachhaltig hergestellte Seife beispielsweise. Das sind die Leute, die unsere Hilfe brauchen. Und das sind die Leute, die uns helfen, damit die Amazonas bleiben. Der Regenwald hier ist die Lunge der Welt. Dieser Regenwald, zumindest im brasilianischen Teil, gehört den Menschen in Brasilien. Das ist souveränes Recht Brasiliens, damit zu machen, was dem Land gut tut. Und die Leute hier zeigen, dass man vom Wald leben kann, ohne dass man ihn zerstört. Und dass es Brasilien nicht gut tut, wenn er weg ist. Und das ist super lehrreich, super spannend. Ich habe ganz viele Tierarten gesehen, Insektenarten gesehen, Nuss- und Früchtearten gesehen, die ich noch nie erlebt habe, ich gesehen habe und die Namen habe ich mir auch irgendwo aufschreiben müssen. Ich poste mal die nächsten Tage ein paar Sachen, dann könnt ihr euch mal angucken. Ich kann auch ein paar Beauty-Tipps geben, wie man so mit einer bestimmten Nusssorte als Feuchtigkeitscreme so frisch bleibt wie andere, nicht ich.